Grüezi wohl miteinander. Ich möchte kurz zusammenfassen die wichtigsten Punkte von Rückmeldungen für eure Jahresplanungen. Nummer 1. Kein verifizierbares Ziel. Also es ist ja wirklich ganz wichtig, dass ihr ein Ziel vor Augen habt und dass informatische Bildung nicht einfach eine Beschäftigungstherapie ist. Also nicht irgendwie in der ersten Woche machen wir das und dann etwas anderes und dann nochmal etwas anderes und so weiter, möglichst viel Abwechslung, sondern ihr müsst im Prinzip ein Ziel vor Augen haben, wo ihr sagt, beispielsweise, wenn es um Game Design geht, sagt ihr, am Schluss vom Semester müssten meine Schülerinnen und Schüler ein spannendes Spiel können bauen und dabei wichtige Lehrplan 21 Kompetenzen abdecken. Und wenn ihr das Ziel vor Augen habt, dann könnt ihr automatisch auf das zusteuern. Ihr müsst euch immer überlegen, die einzelnen Aktivitäten, wie tun die etwas dazu beitragen, wie funktioniert der Aufbau und wie könnt ihr das strukturieren, dass ihr ein schönes Design könnt haben, wo auf das Ziel zuführt. Und das ist wirklich extrem wichtig, dass ihr euch das überlegt. Nummer 2. Was ich oft gesehen habe, sind langatmige theoretische Einführungen. Also dass es beispielsweise teilweise mehrere Wochen, 3, 4, 5 Wochen gegangen ist, um irgendwelche Einführungen machen und erzählen, was es vielleicht geschichtlich darum geht, um Informatik, Konzept von Einloggen und so weiter und so. Und da würde ich euch wirklich anraten, braucht die Energie von den Schülerinnen und Schülern, indem das gerade von Anfang an etwas macht, was spannend ist. Das funktioniert gut. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, wir möchten gerne ein Spiel bauen, wieso fängt ihr nicht gerade an in der ersten Lektion, erste Stunde, ihr könnt den Produktfehler, was auch immer nehmen. Und ihr werdet sehen, dass ihr da unglaubliche Energie überkommt von den Schülerinnen und Schülern. Die wollen das machen, die können das machen. Und die Kompetenzen, die im Lehrplan 21 aufgeführt sind, viele von denen können wunderschön so abdecken. Also tun da nicht lange Einleitungen geben, wirklich probieren, die ersten spannenden Aktivitäten gerade in der ersten Lektion anfangen und die Kinder begeistern. Nummer 3. Viele Werkzeuge zur Abwechslung. Also das Konzept von Abwechslung, das ist natürlich schon einerseits wichtig, aber andererseits muss man sagen, und das ist ein guter Wissen, theoretische Einsicht sowie eine praktische Einsicht, dass wenn Schülerinnen und Schüler noch nie programmiert haben und zu viel Abwechslung macht, das bedeutet, dass die Kompetenzen sich gar nicht richtig aufbauen, weil dann Konzept nicht klar werden von diesen unterschiedlichen Werkzeugen. Das heisst, sie sind wirklich besser daran, zuerst mal ein Werkzeug vertieft anzuschauen und die Kompetenzen aufbauen. Mit einem Ziel im Auge, eben, dass sie beispielsweise Spiele können, kreieren können. Und nachher, wenn sie das mal im Griff haben und wirklich können Sachen machen, dann erst probieren, mit anderen Werkzeugen oder Abwechslung zu experimentieren. Weil sonst machen sie mit einer relativ grossen Wahrscheinlichkeit ein Durcheinander. Ganz ein grosser Punkt, Nummer 4, keine überzeugende Strategie, um Schülerinnen und Schüler in die Richtung von Architecting zu entwickeln. Also viele von euch haben gesagt, in der Jahresplanung wie auch im Fragebogen, dass das ein wichtiger Punkt ist für euch und dass ihr das Gefühl habt, dass nur Schülerinnen und Schüler, die schon relativ fortgeschritten sind, dann das in den Griff können bekommen. Und dort ist eben genau die Frage, aber wie wisst ihr denn, dass die so weit sind oder was müssten sie denn genau können, damit sie wirklich das Architecting könnt ihr in den Griff nehmen, mit anderen Worten, was müsst ihr können machen, also was sind die Kompetenzen, dass sie schlussendlich selber ein eigenes Spiel können aufbauen können. Und dort ist es einfach wichtig, und das habe ich noch zu wenig gesehen, dass ihr zum Beispiel die Konzepte von Patterns systematisch und explizit aufbaut. Also dünnt die Patterns beispielsweise ausdrucken, im Schulzimmer aufhängen, macht sicher, dass die Patterns wirklich explizit behandelt werden und dass nicht jede Beschreibung von einem Projekt IKEA-artig abläuft, sondern das muss Ziel sein, dass schlussendlich die Schülerinnen und Schüler können sagen, ich möchte mein eigenes Spiel bauen und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt das auseinander
nicht mehr konzeptuell und wie ich das mit zum Beispiel diesen Patterns, die wir angeschaut haben, wie ich das kann reduzieren, meine Spielidee auf die Patterns, und ich weiß, wenn ich die Patterns kann umsetzen kann. Und wenn ihr zu dem Punkt gelangt, dann haben dann im Prinzip eure Schülerinnen und Schüler optimal vorbereitet. Und das werden wir wirklich so probieren zu machen. Dann das eine, was ich auch vermisst habe in gewissen Jahresplanungen, ist, dass es kein explizites Üben von Debugging drin hat. Und das ist extrem wichtig, oder? Dass man nicht einfach sagen kann, das ist eine geradlinige Aufbauung von, wir schreiben das Programm ab, wo die Lehrperson vorgeht oder wo in einem Tutorial drin ist, sondern da gibt es in dem Moment, wo ihr die Freiheiten lernt, wo die Schülerinnen und Schüler können und selber kreativ sein, dann ist die Chance nicht nur gross, sondern praktisch hundertprozentig, dass das irgendeines Programm nicht mehr richtig funktioniert, das Spiel macht nicht, was es sagt und so weiter. Und das könnt ihr so vorbereiten, dass einerseits das Debugging von fehlerhaften Projekten wirklich mit denen durchnehmen. Und da haben wir euch ja mehrere Projekte gegeben. Aber ganz wichtig ist vor allem die Benutzung von Werkzeugen, von Debugging-Werkzeugen. Also dass ihr beispielsweise in Agent Cubes gibt es ja das Werkzeug, wo ihr Logik visualisieren könnt und könnt anzeigen, sind die Regeln grün oder rot oder neutral, sind Bedingungen grün oder rot oder neutral, dass ihr wirklich könnt die Kompetenzen vermitteln und sagen, ja, also wenn ich spiele, nicht funktioniert, was mache ich denn? Gebe ich einfach auf und sage, ja, okay, ich lösche alles noch einmal und schreibe es noch einmal von Anfang an. Oder gibt es wirklich strategische Konzepte, wo Debugging daraus besteht, dass ich sage, ja, wenn passiert denn das in meinem Spiel? Wenn der Frosch neben dem Auto ist, sollte eigentlich das passieren, aber es passiert dieses oder dieses passiert eben nicht. Und dass ihr dann das wirklich könnt sagen, ja, dünnt die Situation in eurem Spiel reproduzieren, schaut die Regeln an, schaut, welche Bedingungen das wahr sind, welche das falsch sind, und so könnt ihr herausfinden, wieso euer Programm nicht das macht, wo ihr gemeint hat, dass es selber machen. Und wenn ihr das so habt, wenn ihr das so in den Griff bekommt, das hilft euch gewaltig auch im Unterricht, weil sonst rennt ihr um vom einen Kind zum nächsten und probiert euch reinzudenken in die unterschiedlichen Spiele und versucht das Debugging zu machen, und das funktioniert einfach nicht so gut. Das wird schwierig sein. Eine ganz gute Sache, die ich gesehen habe in relativ wenigen Jahresplanung, ist die Idee von Gamifizierung. Und das ist natürlich eine ganz tolle Idee, also Gamifizierung zur Motivation und auch als Kompetenzmodell gleichzeitig einsetzen. Also da war zum Beispiel ein Vorschlag gewesen, dass ihr ein Zertifikat für Computational Thinking Patterns würdet machen. Und das ist natürlich, also meiner Meinung nach, super, oder? Weil dann könnt ihr wirklich zeigen, die Pattern schon im Griff haben, ein gewisses Pattern, die kommen das Zertifikat über, und dann gibt es auch Motivation. Was muss ich machen, damit ich das nächste Zertifikat kann überkommen? Und gleichzeitig könnt ihr die auch sortieren und sagen, das Pattern ist vielleicht ein bisschen aufwendiger wie dieses Pattern. Fangen wir zuerst mal mit den einfachen an. Und ihr werdet sehen, dass ihr da eine wirklich gewaltige Motivation werdet bekommen von euren Schülerinnen und Schülern. Was wir gemacht haben mit der Auswertung, was ich gemacht habe, mit der Auswertung von euren Jahresplanungen, aber auch mit den Rückmeldungen, die ihr beispielsweise gegeben habt, durch Semester durch, aber auch vor allem mit dem Fragebogen. Ich habe probiert, das alles zusammenzufassen, auch statistisch zu analysieren. Wir haben da einen ersten Entwurf geschrieben von einem Paper, den ich euch gerne geben kann. Und da geht es darum, einfach zu sagen, ja, wie könnte man, also wie ist aus unserer Sicht und aus eurer Sicht die Umsetzung von Kreativität, wo ja unser gemeinsames Ziel ist, wie können wir das wirklich machen? Was ist wirklich eine gute Strategie? Wie tun wir das Jahr gestalten? Und da geht es zwar im Speziellen um informatische Bildung, aber eigentlich könnte das für die meisten Fächer, die wir unterrichten, brauchen die Konzepte. Und das kann ich euch da einfach ans Herz legen, dass, wenn ihr wollt, ich kann euch gerne das Paper mal abgeben und könnt mal die Konzepte studieren. Also, herzlichen Dank.